alles mit möglich gemacht hat, dass dieser breite Widerstand hier auf die Straße gestellt wurde. Jochen, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, RWE-Chef Jürgen Kossmann hat gestern davor gewarnt, ein Atomausstieg könnte massive Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland nach sich ziehen. Mein lieber Herr Kossmann, das ist einfach nur zynisch. Wir erleben gerade jeden Tag, welche Auswirkungen die Atomenergienutzung auf die Menschen in Japan hat. Und wenn Sie so wollen, auch auf den Wirtschaftsstandort Japan. Mein lieber Herr Kossmann, kapieren Sie es doch endlich. Nicht ohne Atomkraft gehen die Lichter aus, sondern siehe Fukushima mit der Atomkraft. Spielt auf Zeit. Doch wir brauchen keine Kommission für Reaktorsicherheit, denn die Schwachstellen der AKW sind längst bekannt. Wir brauchen keine Ethikkommission, denn wir wissen auch so, wer heute Atommüll für die nächsten Jahrtausende produziert, handelt unmoralisch. Sondern endgültig stillgelegte Atomkraftwerke. Ich berufe mich dabei auf keinen geringeren als Horst Seehofer. Der CSU-Chef sagte neulich in der Tagesschau, wir haben aus Fukushima eines gelernt. Nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern eben auch in Brockdorf. Deshalb bleibt gar keine andere Wahl. Schaltet diese 17 Zeitbomben endlich ab! Des Merkel'schen Moratoriums nutzen. Die Regierung will im Juni entscheiden, wie es mit den Atomkraftwerken weitergeht. Uns bleiben also etwa 10 Wochen, entscheidende Wochen, um den Druck zu steigern. Wir werden laut sein und wütend, beharrlich und klug, aber wir werden weiter auf die Straße gehen. Zum Ersten, zeigt eure Meinung öffentlich mit der Anti-Atom-Sonne. Lasst sie überall aufgehen, als Fahne, als Bravo-Poster im Fenster oder als Grafik auf eurer Webseite. Sorgt dafür mit der Macht der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass niemand mehr Atomstrom kauft. Für Haushalte und Betriebe hier in Hamburg gibt es angesichts von Krümmel und Brunsbüttel nur noch eine Parole. Tschüss, Backenfall!
atomstromfreie Zone. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, Mannvoll. Tschüss. Seit zwei Wochen, seit dem andauernden Supergau in Fukushima, gehen viele Menschen montags um 18 Uhr auf die Straße zu Mahnwachen, zu Anti-Atom-Spaziergängen. Das findet inzwischen bundesweit in vielen hundert Städten statt. Beteiligt euch jeden Montag an diesen Mahnwachen und bringt viele Menschen mit, die bisher nicht aktiv waren. Zehntausende, ja bundesweit wahrscheinlich Hunderttausende auf der Straße. Und wir, jeder und jeder Einzelne hier, wir geben heute gemeinsam ein Versprechen ab. Hören Sie genau zu, Frau Merkel. Wir meinen es ernst. Wir lassen jetzt nicht mehr locker, bis die Atomkraftwerke stillgelegt sind. Danke. Aber wir werden mit aller Kraft weitermachen, dass Vattenfall, E.ON und Co. zu Ende gehen werden.